Hallihallo meine Lieben, der vierte Tag Babynator sein ist angebrochen. Ich fühle mich eigentlich nicht so gut. Ich glaube, ich bin erkältet. Ich hoffe mal, dass es nicht der Bibi-Virus ist. Ich wollte heute Morgen eigentlich einen Mundschutz tragen, um niemanden anzustecken. Aber dann habe ich gedacht, so, nee, wenn du Mundschutz trägst, denken wieder alle, du wärst Dad Adams-Fan, nicht mehr Babynator. Und hat es einfach sein gelassen. Außerdem ist meine Pflicht als Babynator, den Bibi-Virus zu verteilen und so viele Leute anzustecken, wie nur möglich. Wir sind quasi als Babynator Patient Zero, also Patient Null, die ersten Infizierten. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass die ganze Menschheit zu hirnlosen Zombies wird und ausstirbt. Das ist meine Jobbeschreibung als Babynator. Ernsthaft? Schaut euch meine Jobbeschreibung an. Da steht genau das. Ja. Also ich denke mal, wir sehen uns dann später. Ich habe heute auch noch viele Bibi-Fragen, die ich nachher noch beantworten muss, die ihr mir gestellt habt. Hey Leute, ich habe euch ja gesagt, ihr könnt unter den Hashtag AchsBibinator mir Fragen zu meinem Babynator-Sein stellen. Und ich habe ein paar rausgesucht, beziehungsweise ich habe alle genommen, die da waren. Es waren nicht so viele. Ich habe nicht alle genommen. Das stimmt auch nicht, aber so gut wie alle. Und ich fange jetzt mal an. Der erste ist von Mikasa. AchsBibinator, musst du auch beim Kacken am Baby denken? Ich muss nur beim Kacken am Baby denken. Mhm. Die nächste Frage kommt von Gokko. Glaubst du, es ist eine gute Idee, dass ich auch eine Woche als Babynator lebe? Natürlich, wir müssen alle Babynatoren sein. Babynators, Baby... Was ist die Mehrzahl von Babynator? Babynatoris. Je mehr, desto besser. Wir müssen Baby verteidigen. Bibis Wodka Palace fragt, wie viel musst du saufen, um das durchzuhalten? Zu viel. Viel zu viel. Das ist es einfach nicht wert. Babynator Forever fragt, bekommt man davon Ausschlag? Ja, das juckt. Juckt. So hab ich gekratzt. Aua. Klapsi und Mülli, 2, deine Nator for Life, fragt, wie viele Babynator-Freunde hast du schon? Keine, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Es ist ihnen peinlich, mit Babynators befreundet zu sein. Nina Schwertfeger fragt, würdest du für Baby sterben? Natürlich. Nicht, also zweimal. Aber einmal schon. So, oder? Ich würde auf jeden Fall dafür sterben, nicht mehr Babynator zu sein. Ja, das würde ich. Das waren eure Fragen und weiter geht's mit dem Video. Wuff! Das war jetzt so ein Wusch, nicht Wuff. Nicht Wuff, sondern Wusch. Wusch! Hallo meine Lieben, ich bin jetzt zu Hause und meine Haare sitzen nicht. Aber das wird sich gleich ändern, denn ich mache jetzt ein Frisurenvideo von Babynator. Weil das so wunderschön aussah, was sie gemacht hat. Und dann sind wir mal ganz ehrlich, das ist die hässlichste Frisur, die ich jemals gesehen habe. Und ich möchte die natürlich auch haben, weil ich Bibi über alles liebe. Und ich mache gleich noch ein Schminkvideo nach, weil ich es kann. Also sehen wir uns gleich mit dem Ergebnis wieder. Ich muss jetzt an meine Haare. Die sind zu kurz. Aber ich werde es schaffen. Denke ich. Bis gleich. Hallihallo meine Lieben, ich bin fertig mit meinem Do-It-Wie-Bibi-Selbstversuch. Diese schicke Frisur nennt sich Fluffel und ich habe mir noch das Make-up von ihr nachgemacht, diese schönen Ornamente, hat sie mir gesagt. Und ich habe einen neuen Augenbrauenstift genommen, also ich habe einfach die Mascara genommen, die können wir dafür auch nehmen. Und ich habe alles gemacht, wie Bibi es mir gesagt hat. Ich bin richtig beeindruckt, wie schön ich aussehen kann. Und wie natürlich vor allem dieser Look rüberkommt. Und ganz ehrlich, ich kann nur jeden empfehlen, macht es wie Bibi. Do it like Bibi. Make Make-up like Bibi and go to die like Bibi. Hey Leute, das war der vierte Tag Babynator sein. Es wird immer schlimmer und ich traue mich ehrlich gesagt unvermummt kaum noch auf die Straße. Ich habe mir jetzt dieses Tuch besorgt, damit ich wenigstens teilweise geschützt bin. Es ist echt schwer, sobald die Leute wissen, dass du Babynator bist, schlagen sie einfach auf einen drauf und auf YouTube versuche ich Baby die ganze Zeit zu verteidigen und alle sagen zu mir, ich wäre ein scheiß Babynator. Ich bin ein guter Babynator. Gott. Gott. Ich habe mir jetzt auch Baby auf die Stirn tätowiert. B-I-B-I. Ja, und meine Eltern haben es ganz cool aufgenommen. Die haben so gesagt, so, ja, ja, du bist enterbt. Raus mit dir. Wir hassen dich. Du bist ja unser Kind. Und verleugnen mich seitdem. Aber ich habe ja Baby!
Happy Time. Okay, ich mag diese Kamera. Ich mag Kameras. Ich mag Kameras. Bitte, mach keine Screenshots. Ciao. Bibi. Bibi. Ciao.